Fertig. Gut, willkommen zu meinem Talk über Optimize Everything. Vorab, der Talk hätte eigentlich nicht von mir gehalten werden sollen. Darum ist der Titel auch in Englisch und er wird ein bisschen anders sein als in der Beschreibung. Worum geht's? Wir sprechen über, warum wir optimieren, wann wir optimieren, wo und wie. Kurz über mich. Ich heiße Harald Leitner. Ich habe eine kleine Webfirma oder Firma. Ich mache das Ganze seit 2002. Ich bin Joomla-Entwickler. Seit Mambo. Im Moment bin ich Production Department Coordinator und Release Lead für Joomla 3.9. Außerdem organisiere ich die Joomla User Group Wien und den Joomla D. Warum optimieren? In erster Linie geht es um die User Experience. Warum möchte ich, dass meine Webseite schnell geladen wird? Warum möchte ich, dass meine Webseite schnell aufgebaut wird? Das sind zwei verschiedene Sachen. Dass man leicht in ihr und schnell navigieren kann. Amazon hat schon 2007 festgestellt, dass 100 Millisekunden längere Ladezeiten 1% ihres Umsatzes bedeuten. Auch Walmart hat festgestellt, eine Sekunde schnellere Ladezeiten heißt 2% mehr Umsatz für sie. Also in den Dimensionen, wo die beiden mitspielen, ist das eine ganze Menge. Also nicht nur im Shop-System ist das spannend, sondern auch in der Nutzererfahrung auf mobilen Geräten. Wir in Europa sind relativ gut ausgestattet mit Mobilfunk. LTE ist okay. Ich rede von Europa und nicht Entwicklungsländern. Nein. Aber in anderen Ländern schaut die ganze Sache ganz anders aus. Also wenn wir uns anschauen, Afrika, wo die mitten im Nirgendwo nur einen Mobilfunkmast haben, der mit Glück Edge ausliefert, ist das deren Internetanbindung und die leben davon quasi. Dort gibt es kein DSL, dort gibt es kein Glas, da gibt es kein Coax, weil alles, was eingraben wird, wird quasi gestohlen. Im schlimmsten Fall. Und Edge ist wirklich langsam. Genauso wie 3G ist auch eigentlich nicht zu verwenden. Drum gibt es bei Facebook oder gab es bei Facebook, ich weiß noch immer nicht, weiß nicht mehr so sicher, ob es noch gibt. Aber die haben einen Edge-Tag für quasi alle Entwickler. Das heißt, ich glaube einmal im Monat oder so dürfen die Facebook mit 2G, also mit Edge-Geschwindigkeit bedienen. Um selber die Schmerzen zu fühlen. Der andere Bereich, warum Geschwindigkeit relevant ist, ist natürlich SEO. Vor allem Suchmaschinen eben stehen darauf, wenn Webseiten schnell laden, schnell erreichbar sind, in der Nähe des Users stehen. Das ist deren Intention. Die wollen dem User Content, also Suchergebnisse liefern, die für ihn gut sind. Und wenn er draufklickt, keiner 4 Sekunden warten muss, dass irgendwas passiert, sondern tendenziell ihm eine gute User Experience bieten. Das gilt jetzt nicht nur wieder für den Serverstandort, sondern auch, wie schnell die Seite aufgebaut wird. Vor allem dieses Display.
die Seite, die als erstes komplett dargestellt wird, ohne zu scrollen, ist inzwischen extrem wichtig für Google. Der andere Punkt sind Kostenersparnis. Mit ein bisschen Optimierungen können bei größeren Seiten, die relativ viele Zugriffe haben, Kosten in der Infrastruktur gespart werden, indem einfach kleinere Grafiken ausgeliefert werden, in der Programmierung weniger Requests gemacht werden, besseres Caching verwendet wird. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten für diese Optimierungen. Der andere Bereich, der auch reinfällt, ist Speicherplatz, also kleinere Bilder im Content. Heißt weniger Speicherplatz im Server, weniger Speicherplatzverbrauch in den Caches und natürlich weniger Bandbreitenbedarf beim Herunterladen. Wann wird optimiert? In erster Linie würde ich sagen, das passiert sehr stark daran, was man macht, Webseite oder Applikation. Ich unterscheide primär bei Webseite. Eine Webseite, die normalen Content ausliefert, wie Blog, ohne Anmeldung, ohne allem, sehe ich mir als Webseite. Applikation sehe ich dann mehr in Richtung Shopsystem, Community-Portal, wo man sich einloggen kann und solche Sachen mit anderen Usern interagiert. Allerdings in beiden Fällen wird optimiert, idealerweise bei jedem Schritt. Beginnt bei der Wahl des Hosters. Wo hoste ich? Bei wem hoste ich? Warum? Wo steht er? Bei Webseiten würde ich sagen, die Optimierung, also die wirkliche Optimierung beginnt, wenn die Webseite zu 80% fertiggestellt ist. Das ist jetzt einfach nur Daumen mal Pi. Und in den letzten 20% des Polishing ist auch die Performance relevant. Bei Applikationen sieht es ein bisschen anders aus. Da sehe ich es eher als Teil der Planung schon. Wahl der Programmiersprache, Wahl des CMS, Wahl des Frameworks, Bibliotheken auf beiden Seiten, also serverseitig und clientseitig, sowie ein richtiges Caching-Konzept und die Skalierbarkeit dazu. Abgesehen davon ist Performance-Optimierung oder Web-Optimierung ein laufender Prozess. Das gilt auch für den kompletten Content, die komplette Content-Pflege. Was lade ich rauf? Lade ich viele Bilder rauf? Lade ich zu große Bilder rauf? Werden die wegoptimiert vom System oder nicht? Wo kann optimiert werden? Aus meiner Sicht bei Servern, also alles, was ums Hosting geht, wo die Seite liegt, welcher DNS, wo diese stehen. Die Skalierbarkeit und die Voraussicht eben, wie viel Traffic wird erwartet, wie viel könnte unerwartet kommen. Die Wahl der Komponenten, gerade in Joomla haben wir sehr viele Third-Party-Extensions, die teilweise gut sind, teilweise nicht so gut sind, teilweise sehr performant sind, bis zu einem gewissen Punkt. Da geht es dann auch um, für wie viel Content es gut ist oder es funktioniert. Dann im Caching-Bereich. Wo cache ich, auf welchen Ebenen? Das Template selber ist sehr entscheidend dafür, wie die User Experience in erster Linie ist, wie das Navigieren auf der Seite ist, wie schnell sich Sachen verändert, wie schnell ich durchkomme durch die einzelnen Teile.
Und in dem Zuge auch, welches Frontend-Framework oder JavaScript-Library ist oder man dort verwendet. Hatte ich das nicht gehört? Achso. Gut. Schauen wir mal, ob das geht. Im Detail. Serveroptimierung. Aus meiner Sicht ist es nicht, oder sollte man sich überlegen, wenn man 1,50 Euro fürs Webhosting im Monat zahlt, ob das die richtige Wahl ist. Vielleicht für die Vereinsseite mit 3 Usern im Monat oder 30. Okay. Allerdings, wenn ich plane, das gut in Google finden zu lassen und mehr User oder vielleicht sogar Geld damit machen möchte oder mein Firmenauftritt ist, sollte man wirklich sich die Leistungen anschauen des Hosters, was er dafür anbietet. Dazu gehört zum Beispiel auch der Standort. Gerade für Kunden in Österreich sind deutsche Hoster nicht unbedingt optimal. In erster Linie aus Latenzgründen. Die sind zwar aus Deutschland nicht so dramatisch, aber wenn man jetzt Hosting Companies nimmt, die in Amerika für einen hosten, dann wird es halt schwierig, weil dann reden wir von 130 Millisekunden pro Weg. Und wir haben vorher gesehen, Amazon sagt 1% für 100 Millisekunden. Latenz ist 1% weniger Umsatz. Das heißt, der Server sollte dort stehen, wo auch die Kunden sind oder die potenziellen geplanten Besucher. Genau das gleiche gilt auch für den DNS. Wir haben, also wer im NIKAT-Vortrag war, hat vielleicht mitbekommen, wie sie erklärt hat, was Anycast DNS ist. Ich erkläre es kurz. Anycast ist, sind mehrere Server, die weltweit verteilt stehen oder in größeren Räumen, die gleiche IP-Adresse haben und auf diese Fragen immer lokal antworten. Also NIKAT hat zum Beispiel einen Service, der nennt sich R-Code Zero. Da ist genauso ein Anycast-Server, ein Service von ihnen, das kann man mieten und verwendet das dann als den DNS-Server und sie haben potenziell weltweit Server stehen, um zumindest die DNS-Anfragen schnell beantworten zu können. Gerade im mobilen Bereich ist es spannend, weil LTE hat das schon sehr viel besser gemacht, aber 3G waren Anfragen doch so, also Laufzeiten, Signallaufzeiten zwischen einem Request und einer Antwort so um die 80 bis 100 Millisekunden unter Umständen. Und um eine DNS-Anfrage durchzubekommen, die zu groß ist und über TCP gemacht wird, heißt, es sind 3 Wege erforderlich. Man hat einen Handshake, einmal 100 Millisekunden, da kommt zurück, okay, ja, passt. Nochmal 100 Millisekunden, dann die Anfrage, nochmal 100 Millisekunden und dann zurück die Antwort. Und dann habe ich nur die IP-Adresse des Servers. Und je nach Leitungsqualität und Entfernung des DNS-Servers ist das 400 Millisekunden. Gut, das muss er zum Glück nur einmal erfragen, wenn die Webseite nur auf einer Domain ist. Problematisch wird es dann aus meiner Sicht bei Verwendung von Content Delivery Networks oder anderen Subdomains, integrierten Services, weil dann werden das immer mehr DNS-Abfragen. Auch wichtig, der Software-Stack, was der Hoster anbietet. Wir haben Hoster, die noch immer PHP 5.3 ausliefern, weil ist ja gut. Ja,
auch MySQL-Server. Tendenziell werden die mit neueren Versionen schneller und nicht langsamer. Abgesehen von der Sicherheit. Auch ob HTTP 2 verwendet wird, ob TLS 1.3 verwendet wird, sind alles kleine Schritte, die einem helfen können, überall ein paar Millisekunden einzusparen und damit unsere Overall Performance zu verbessern. Auch ob der Hoster eine Caching-Infrastruktur anbietet. Allerdings einmal reicht nicht unbedingt. Auch das ist wieder ein Prozess. Wie schon gesagt, PHP-Versionen werden nicht langsamer. Also gerade PHP 7 war ein enormer Sprung in der Performance nach vorne. Und jeder, der noch PHP 5.6 verwendet, sollte jetzt wechseln. Ja, Gott. So schnell ist nicht vorbei. Skalierbarkeit ist ein extrem wichtiger Faktor. Die Woche kam ein Tweet vorbei, in dem jemand beschreibt, ja, seine Freundin hat ihre Webseite wurde im deutschen Fernsehen gezeigt und das Ergebnis war eine nicht erreichbare Seite danach, weil der Hoster es eben nicht geschafft hat, im Stand zu halten. Deswegen ist das System als Ganzes geeignet, unerwarteten Besucheransturm stand zu halten. Überhaupt, wenn ich damit versuche, Geld in irgendeiner Form zu lukrieren. Egal, ob das jetzt Firmenpräsentation ist oder Webshop oder keine Ahnung, Veranstaltungen. Was kann man machen? Man kann Tests simulieren, reale User simulieren. Es gibt Services, die einem erlauben, Klickpfade durch die Webseite zu machen und diese dann in Lasttests beliebig skalieren aus verschiedenen Locations der Welt und bekommt dann Berichte, wo, ab welcher Zahl, wie viel Latenz oder Zeit benötigt wird, bis die Seite gerendert wird und wann es überhaupt vorbei ist und gar nichts mehr zurückgeliefert wird. Das ist eigentlich schon die mehr komplexere Variante, weil dazu braucht man eine fertige Seite. Use Cases, wo man wirklich weiß, okay, User kommt ein, geht den Klickpfad oder vermutet, geht den und den Klickpfad, loggt sich ein, geht dort auf sein Profil und dergleichen. Einfacher sind synthetische Tests mit Apache Benchmark zum Beispiel, wo einfach eine Seite aufgerufen wird, dafür mit 10, 100 parallelen Verbindungen und das 1000 Mal in der Sekunde. Wenn der Server das standhält, ist das schon mal ein guter Anfang. Zur Skalierbarkeit selber. Ab einer gewissen Größe machen Content Delivery Networks Sinn. Ich sehe wenig Sinn darin, JavaScript Libraries auf Content Delivery Networks auszuliefern. Also jQuery zum Beispiel bietet einen CDN an, die anderen Frameworks, Bootstrap und dergleichen, die bieten alle zentrale Frameworks an, auch Google Fonts zum Beispiel. Aber da wird auf der einen Seite argumentiert, wenn man es einmal herunter hat, hat man es. Ich kann aber nicht davon ausgehen, dass jeder meine Bootstrap-Version hat oder genau meine jQuery-Version hat und riskiere damit, dass derjenige mehrere DNS-Anfragen für verschiedene CDNs machen muss. Das heißt, erhöht meine Latenz im schlimmsten Fall bei der ersten Auslieferung und nach dem ersten Aufruf hat er es sowieso im Cache. Also drum CDNs relativ schwierig, was JavaScript-Libraries angeht. Bei Bildern ist das vielleicht anders oder bei Medien überhaupt und Videos. Aber da geht es eher um die Dateiangelegenheit. Skalierbarkeit auf Content-Ebene überhaupt, ich habe es vorher schon erwähnt, wenn
wir ein CMS-System verwenden, egal ob das jetzt Joomla oder ein anderes ist, bis zu welchem Punkt skaliert die Fähigkeit, Content zu verwalten. Es bringt mir nichts, wenn ich ein Shop-System habe, was mit 10 Produkten super funktioniert und ich nach einem halben Jahr 1000 Produkte drin habe und dann Ladezeiten von 5 Sekunden, weil das Ding nicht dafür ausgelegt ist. Das heißt, testen auf Skalierbarkeit, wie viele Artikel verwaltet werden können, bevor es zu langsam wird. Das gilt auch für Speicherplatz für Medienauslieferungen, also verwende ich für Videos meinen eigenen Player und liefere das über meinen lokalen Webspace aus oder verwende ich meinetwegen YouTube oder Vimeo oder verwende ich ein eigenes CDN und miete mir Platz. Das ist halt extrem abhängig davon, ob ich Geld ausgeben will oder ich viel Content habe, wenig Content habe, wo mein Publikum sitzt. Muss man sich halt im Detail genauer anschauen. Der Software-Stack selbst. Ist es gut, wenn ich Joomla nehme als Framework oder als CMS-System? Ich weiß, ich bin Production Lead, ich müsste sagen ja. Aber das ist nicht zwingend so. Für die meisten Seiten ist Joomla perfekt. Es ist skalierbar, es ist erweiterbar, es ist eigentlich performant. Also nicht eigentlich, es ist performant. Allerdings, wenn ich einen Dienst programmieren möchte, der Videos in Videos rendert, ist die Frage, ob Joomla denn in irgendeiner Form hilfreich ist. Also die Wahl des Software-Stacks ist extrem wichtig und sollte man sich vorher überlegen. Ein Teil dieser Überlegung ist, kann ich den Core verwenden oder brauche ich Third-Party-Extensions, muss ich selber etwas entwickeln? Kann ich es überhaupt entwickeln, so dass es auch performant ist? Muss ich Tests machen? Kann die Third-Party-Library das? Kann der Core das? Das sind Fragen. Welche Libraries werden verwendet, egal ob jetzt Frontend oder Backend? Skalieren diese? Sollen sie skalieren? Brauchen sie lange zum Laden auf jeden einzelnen Client? Machen sie die Webseite selbst langsam? Und noch ein Punkt ist, wie werden meine Medien aufbereitet? Muss ich mich selber darum kümmern, dass meine Bilder im richtigen Format sind? Macht das der Software-Stack für mich zu einem gewissen Zeitpunkt beim Raufladen oder beim Anzeigen? Rendert die Bilder runter auf die richtige Auflösung? In verschiedenen Auflösungen, je nachdem, Responsive Design ist damit angesprochen. Ja. Eines der einfachsten Sachen und demnach auch wichtigsten Sachen ist das Caching. In Joomla haben wir ein dreistufiges Caching-System. Ich würde nur die erste Stufe empfehlen, ist ein simples Caching, in dem Teile von Joomla vorgehalten werden und dann bei einem User-Request zusammengebaut werden und ausgeliefert werden. Das geht dann noch aggressiv und dann gibt es noch Full-Page-Caching, was, glaube ich, aus meiner Sicht kaputt ist. Aber nur das zu aktivieren reicht nicht zwingend, da kommen wir wieder zur Serverinfrastruktur. Wir haben in Joomla die Möglichkeit, verschiedene Caching-Provider zu wählen, also Storage-Provider für Caches. Also ZB ACPU-Cache, also ja, ist eine Erweiterung für PHP, wo die Daten, die Joomla produziert, im RAM vorgehalten werden vom Applikationsserver. Standardmäßig ist bei Joomla dabei ein Datei-Cache, das heißt, alle Daten werden auf die Platte abgelegt und bei jedem Mal geladen. Je nachdem, wie viel Traffic die Seite hat, heißt das, dass diese Daten trotzdem im Cache vom Server liegen, also im RAM vom Server liegen, oder
von der Platte geladen werden muss, was relativ lange dauert, da kann das Berechnen dann auch schon länger, schneller sein unter Umständen. Der andere Bereich ist Reverse Proxy. Da, also je nachdem, was die Applikation ist, was die Webseite ist, macht das entweder der Hoster für einen oder man muss sich selber darum kümmern. Also es gibt Software wie Varnish oder Squid oder Nginx, die, oder Apache selbst auch, die cachen die Seite für den User, cachen Bilder im Speicher oder auf Dateisystem, verteilt auf mehrere Server. Und die Anfrage des Users kommt nicht bis zum Webserver durch, entlastet somit diesen Applikationsserver. Und wir haben auf diesem Server mehr Zeit für die Berechnung von diversen Seiten, Client-Seiten, die eben nicht gecached werden können. Der letzte Punkt ist dann, der da reinspielt, ist der SSL-Terminator. Das ist der Punkt, an dem jetzt oder in Zukunft alle Webseitenbesucher aufschlagen. Also jegliche HTTPS-Seite endet am SSL-Terminator. Zum Beispiel, ich verwende dafür einen dezidierten HA-Proxy. Der kümmert sich nur um das Annehmen von Verbindungen und gibt das in meinem Fall weiter an einen Varnish. Und der Varnish schaut, ob er es im Cache hat, und wenn nicht, fragt er dann den Applikationsserver in Apache um die eigentliche Datei. Warum will man das getrennt haben? Gute Frage. Diese Philosophie von Varnish zum Beispiel ist, wir machen eine Sache und die wird dafür perfekt. Deswegen ist in Varnish kein SSL-Server integriert. HA-Proxy ist aber ein unglaublich guter SSL-Terminator. Und wird in der Richtung auch weiterentwickelt. Also wir fahren auf unsere Server-Infrastruktur jetzt mit HA-Proxy TLS 1.3. Also der Standard, der vor ein paar Monaten quasi offiziell wurde. Und dadurch, dass wir das trennen, können wir sehr flexibel darauf reagieren, was neu ist, und einfach nur Teile unserer Software-Stacks austauschen. Wir haben vor, ich glaube, 1,5 Jahren unseren SSL-Terminator gewechselt von Hitch auf HA-Proxy, weil das andere Projekt einfach irgendwie zu langsam voranschritt. Aber dafür mussten wir nicht unser Varnish-Config umschreiben. Die ist gleich geblieben. Eines der spannendsten Punkte, das Template am Ende. Also ist wahrscheinlich das Relevanteste. Da geht es um gekaufte Templates, selbstgeschriebene Templates oder abgehangene, freie Templates, die optimiert worden sind oder auch nicht. Leider muss man sagen, selbst wenn ich ein Template kaufe, kann ich nicht davon ausgehen, dass das wirklich schnell ist. Im Normalfall sogar im Gegenteil, weil diese Templates sind meistens Multiple-Purpose-Templates und versuchen einfach alles abzudecken und liefern damit, keine Ahnung, 30 Views aus, die jegliche Webseiten bedienen möchten, und dementsprechend liefern sie eine CSS-Datei mit 20.000, 30.000 Zeilen Code aus und dazu noch die passenden JavaScript-Libraries, also nochmal so viel Code. Und das kann am Ende eigentlich aus meiner Sicht nicht mehr performant sein. Das heißt, hier muss man auch Acht geben. Wir entwickeln unsere Templates selber, darum wissen wir, was wir verwenden. Und wir versuchen da quasi nicht jedes Byte einzusparen, weil es muss Kosten Balance sich auch noch halten. Wenn wir jetzt ein JavaScript-JQuery einbinden, machen wir das aus Convenience-Gründen.
Auch wenn ich die ganze Zeit argumentiere, in Joomla Core darf kein jQuery sein. Aber es ist eine Kostenfrage, was schneller für uns ist zu entwickeln. Es ist noch da, es wird auch noch da sein. Ja, hoffentlich, genau. Du bist Backend Team Lead, du solltest das wissen. Optimal. Also, wir schauen zumindest, dass es im Frontend nicht notwendig sein wird, auch für alle Layouts, die mitgeliefert werden für die ganzen Custom Fields. Ja, in dem Kontext lohnt es sich, in diese Templates reinzuschauen, wie viel HTML sie verwenden im Vergleich zu wie viel Content sie versuchen darzustellen, was in Sachen Spamblocker anscheinend irrelevant wird. Wenn man sich anschaut, Facebook hat so einen kleinen Hinweis oder muss einen kleinen Hinweis haben, wo drauf steht Werbung über Werbeeinblendungen. Und wenn man versucht, das Wort Werbung oder Advertisement oder was auch immer zu erkennen in dem Ding, ist das extrem schwierig, weil die verschachteln das in unter Umständen mehrere tausend Span-Elemente, nur um Adblocker zu umgehen. Tja. Ja. Aber es ist halt ein Kampf und sie versuchen es und am Ende zahlt der User drauf. Immer. Ja. Ich glaube, das war es eigentlich soweit. Ihr könnt mir noch viele Fragen stellen. So ungefähr 10 Minuten lang. Spricht dich aus. Auf jeden Fall. Ja, das ist ganz schwierig, die DSGVO. Aus meiner Sicht ist, dass du, also meine persönliche Meinung ist, dass du eigentlich keine Third-Party-Content oder laden darfst in keiner Form, ohne Zustimmung. Auf der anderen Seite hast du ein berechtigtes Interesse dafür, weil du würdest gern deinen Kunden so schnell wie möglich die Sachen zu liefern. Es gibt doch nur eine. Okay. Naja, das ist schwierig, weil eigentlich Cloudflare ist in dem Fall der Provider. Datensatz und die wird in dem Fall an Cloudflare, alias amerikanisches Unternehmen, übermittelt, ohne vorherige Zustimmung.
Ist nicht zwingend, weil eigentlich machst du diesen Aufruf aktiv. Der Provider dahinter ist Cloudflare. Du kannst nicht davon ausgehen, dass eine .de-Domain in .de gehostet wird. Drum ist es eigentlich technisch nicht möglich, weil du weißt doch nicht, wie deine DNS-Anfragen laufen. Auch diese gingen unter Umständen in ein anderes Land. Und das ist genau das Gleiche. Es gibt auch in Europa CDNs, die anbieten, also zum Beispiel wie heißt das, Akamai. Und im Prinzip kommt es darauf an, ob dein Problem ist eine amerikanische Firma oder ob die Server nicht in Europa stehen. Weil wenn ich ein CDN verwende, stehen die Server im Normalfall in Europa, ne? Nahe beim User. Ja, wahrscheinlich. Aber bis jetzt ist noch nichts passiert, also. Ja, im Bekanntenkreis tatsächlich schon. Da gab es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der da genau gelaufen ist. Der hat so komische Dinger angeboten für Wasserski oder was. Und ist aber von einem Konkurrenten immer echt hart angegangen worden. Und dann ist er irgendwann hingegangen und hat sich halt die Seite angeguckt und hat halt festgestellt, hat viele Sachen nicht den Datenschutzrichtlinien entsprechen und hat den, ich weiß nicht genau, wie der das gemacht hat, den Kollegen über Umwege dann angekannt und das funktioniert. Tatsächlich, ich weiß nicht genau, wie der das gemacht hat, reicht ja teilweise schon in Deutschland, sich so einem beknackten Verbraucherschutzverein anzuschließen, die eigentlich gar keinen anderen Zweck haben, außer andere abzumachen. Oder reicht das schon? Dann hast du ein Riesenproblem. Ja. Das ist schon vorher passiert, die ganze Zeit. Ja, klar. Impressumspflicht haben viele sehr gern. Und Ding. Also am Ende, ja, du sollst dich daran halten, aber es muss. Wie war das? Es gibt ja Regelungen mit finanziell vertretbar. Oder irgend so, oder mit vertretbarem Aufwand. Ja, gut, Österreich hat die Richtlinie ja eh nicht umgesetzt. Also. So wirklich. Oder 110. Ja. Upload-Filter, ja. Gratuliere zu Artikel 13. Gut. Ihr könnt gerne noch zu mir kommen, wenn ihr was wollt. Ich danke.